Erinnert sich noch jemand an Pure? Die Macher von Nailed ganz sicherlich, denn auf den ersten Blick ähnelt das Rennspiel von Techland dem der BlackRock Studios ganz gewaltig. Quads, verzweigte Offroad-Strecken und jede Menge Dreck hat Nailed mit Pure gemeinsam. Doch schon die ersten Meter machen klar, dass damit die Gemeinsamkeiten auch schon aufgezählt sind. Denn Nailed rast noch mehr in die Arcade-Richtung als das vermeintliche Vorbild. So ist das Spiel beispielsweise deutlich schneller. Nach kurzer Eingewöhnungszeit ist das auch durchaus ein Vorteil, auch wenn der Start selbst immer etwas überhastet wirkt. Neben Quads kann man in Nailed auch auf Motorräder umsteigen. Große fahrtechnische Unterschiede gibt es zwischen den Fahrzeugen allerdings nicht. Die Steuerung von Nailed ist etwas undynamisch, mit ein bisschen investierter Zeit bekommt man das aber in den Griff. Wichtig ist es vor allem, die zahlreichen Abzweigungen, U-Turns und Landepunkte aus der Luft zu erwischen. Hilfreich ist es da, dass sich die Fahrzeuge, auch wenn sie abheben, noch steuern oder zumindest beeinflussen lassen. Auch was das Streckendesign angeht, übertreiben es die Macher regelrecht. Nicht selten brettert man fast senkrecht nach oben oder wie hier zu sehen entlang einer Staudammmauer. Auch Gemeinheiten wie von Helikoptern errichtete Luftbrücken haben sich die Macher ausgedacht. Stürzt man ins Leere, heißt es Nailed. Techland hat außerdem die ganz eigene Interpretation der römischen Aquädukte als Strecke in Nailed integriert. Die Quads und Motorbikes rasen hier unter alten Säulen hindurch und springen auf die letzten Überreste alter römischer Bauten. Die Fahrer kann man sich aus einigen Parametern selbst zusammenschustern. So richtig viel Auswahl hat man dabei aber nicht. Auch in Sachen Fahrzeugauswahl klotzt Nails nicht gerade. Lediglich ein Quad und ein Motorrad stehen zur Auswahl, können aber immerhin mit verschiedenen Ersatzteilen getuned werden. Die Strecken in Nails sind durchaus abwechslungsreich, sowohl was das Drumherum als auch was das Wetter angeht, hier gerade großes Schneetreiben. Doch die Auswahl ist nicht sonderlich groß und Fahrphysik, Fahrzeugauswahl und Modi-Anzahl, es gibt gerade mal drei neben normalen Rennen eher unspektakuläre Modi, sprechen nicht gerade für Nailed. Erschwerend kommt hinzu, dass das Spiel grafisch weit hinter vergleichbaren Rennspielen wie eben Pure zurückbleibt. Einen Sprung nach vorn macht diesbezüglich immerhin die Xbox 360-Fassung, die deutlich klarer wirkt, aber auch nicht wirklich zu Pure und Co. aufschließen kann.